Herzlich willkommen zum E-Tutorial zum Thema E-Book-Zugriff via VPN für FAU-Angehörige. Im Katalog der Universitätsbibliothek finden Sie neben gedruckten Büchern und Zeitschriften auch zahlreiche E-Books. Bei der Suche nach elektronischen Medien können Sie einen beliebigen Abholort auswählen. Wir zeigen das an einem Beispiel. In der Trefferliste erkennen Sie E-Books am entsprechenden Symbol. Am rechten Seitenrand des Kataloges sehen Sie Ihre aktuelle IP-Adresse und Informationen zu Ihren Zugriffsmöglichkeiten. Wenn Sie sich an einem Internetarbeitsplatz der Universität befinden, gelangen Sie über den Button Volltext direkt zur kostenlosen Online-Version auf der Homepage des Anbieters. Dort können Sie einzelne Kapitel oder das komplette Buch lesen und in den meisten Fällen herunterladen. Wenn Sie zu Hause oder am Laptop arbeiten, funktioniert der kostenlose Direktzugriff nur, wenn Sie sich mit Hilfe eines VPN-Clients mit dem Universitätsnetz verbinden. Stellen Sie deshalb vor jeder Sitzung, in der Sie Online-Angebote der Universitätsbibliothek nutzen möchten, eine Verbindung mit dem Universitätsnetz her, indem Sie einen VPN-Client verwenden. VPN oder virtuelle private Netzwerke sind Softwareangebote zum sicheren Verknüpfen privater Geräte mit dem Universitätsnetz. Sie haben diesen Service noch nicht installiert? Dann zeigen wir Ihnen jetzt, wie das geht. Von der Homepage der Bibliothek aus gelangen Sie über Recherchieren, Online-Zugang, VPN auf die Informationsseite des Rechenzentrums. Hier finden Sie Anleitungen und Installationsdateien für die verschiedenen Betriebssysteme. Wählen Sie die entsprechende Datei aus, melden Sie sich mit Ihrer IDM-Kennung an und installieren Sie den VPN-Client auf Ihrem Rechner. Mit Klick auf das Icon unten rechts können Sie sich nun mit dem Universitätsnetz verbinden und erhalten Zugriff auf die elektronischen Angebote. Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob Ihr Zugang über das Universitätsnetz erfolgt, können Sie dies auf unserer Homepage überprüfen. Weitere Fragen beantwortet Ihnen gern unsere Online-Auskunft.